Hi, hi, ho, hier ist euer Surael mit dem Finger im... Quatsch, nein. Wir sind hier bei Moment of Silence immer noch. Der zweite Teil. Wir haben erlebt, wie die Familie Oswald ihren Mann verloren hat durch eine Polizei, nicht registrierte Polizeiaktion. Wir haben bei der Polizei angerufen, haben das herausgefunden. Wir sind jetzt am nächsten Tag aufgewacht und wollen weitere Ermittlungen anstellen, indem wir irgendwie eine Imbissbude besuchen. Wir gucken nochmal an den Computer. Mal schauen, vielleicht finden wir da irgendwas. Oh, eine Chatnachricht. Sehr gut. Hey, Peter. Hi. Na, sind Sie wieder besser gelaunt? Hören Sie, ich wollte wirklich nicht... Nein, schon in Ordnung. Die Sache mit meinen Nachbarn ist wirklich seltsam. Aber das sollte uns beide nicht belasten. Wie sieht's mit Ihrer neuen Wohnung aus? Haben Sie sich schon ein bisschen eingelebt? Na, es geht so. Hier sieht's aus wie in einem Katalog. Mr. Greenberg hat sich Mühe gegeben und ich bin ihm auch wirklich dankbar dafür. Aber ich glaube, solche Sachen sind einfach nicht sein Ding. Das kenne ich. Warten Sie es ab. In ein paar Monaten haben Sie eine Höhle, in die Sie gern zurückkommen. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich doch nicht alle Sachen aus dem Haus wegwerfen sollen. Wie lange haben Sie noch frei? Ich muss morgen wieder in die Agentur. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt. Das Grübeln bekommt mir nicht. Und das Trinken sicher auch nicht. Natürlich. Woran arbeiten Sie denn gerade? Freedom of Speech Kampagne, aha. Die Freedom of Speech Kampagne. Wir haben die Ausschreibung gewonnen vor 2 Monaten. Oh ja, ich habe davon gelesen. Große Sache, oder? Greenberg und Winter sicher. Mr. Greenberg hat sich schon einen neuen Telescreen bestellt, in Wandgröße. Und Sie? Was tun Sie bei der Kampagne? Ich mache das Textkonzept. Ach, das ist doch großartig. Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich mit diesem ganzen Terrorismus-Thema auseinandersetzen möchte. Oder jetzt mehr denn je. Die Kryptografiegesetze sind ein großer Fortschritt für uns alle, meinen Sie nicht? Ach, wissen Sie, ich habe auch schon Digest Schokoriegel beworben, die ein großer Fortschritt für uns alle waren. Laserrasierer, farblosen Ketchup, zuckerfreie Antidepressiva, eine ganze Shopping-Mall voller Revolutionen, Quantensprünge, neuer Dimensionen und großer Fortschritte. Aber Peter, ich bitte Sie, diese Gesetze bedeuten doch mehr für uns alle als farbloser Ketchup. Unser Leben wird sicherer. Ist das kein Fortschritt? Vielleicht. Aber für wen? Für mich? Mir ist es egal, wer was wie verschlüsselt. Wenn die Terroristen keine Voicemails mehr benutzen können, dann werden sie eben ihre Bomben werfen, ohne vorher ihren Freunden davon zu erzählen. Aber diese Gesetze werden Leben retten. Wir werden Terroristen viel früher erkennen und dingfest machen können. Was habe ich davon? Von den Menschen, die ich geliebt habe, wird niemand wieder lebendig durch ein paar Gesetze. Es muss ein Anfang gemacht werden, Peter. Seien Sie stolz darauf, dabei zu sein. Diese Gesetze werden die Welt verändern. Meine ist schon verändert. Aber Sie sind nicht allein auf der Welt. Doch, genau das bin ich. Aha, da ist wohl irgendwas Krasses passiert mit unserem... mit unserem Protagonisten. Eigentlich würde ich Sie gern etwas fragen. Ach so? Na dann nur zu. Genau, wer ist das überhaupt? Sehen Sie wirklich so aus wie Ihr Avatar? Gefällt er Ihnen? Oh, nun ja, es ist ein Avatar. Man weiß nicht, wen man vor sich hat. Das ist doch das Spannende an Chats, oder? Klar, aber jeder fragt sich doch, wie der andere aussieht. Okay, ich verrate Ihnen etwas. Ich sehe ganz anders aus als mein Avatar. Und dabei werde ich es belassen. Sparen Sie sich die Überraschung auf. So mache ich das ja auch. Aufsparen für wann? Oh. Aufsparen für wann? Treffen wir uns denn? Wer weiß. Übrigens, Sie wissen doch, wie ich aussehe, Christine. Mein Avatar, das bin wirklich ich. Was gibt's da zu lachen? So. Sie sind also wirklich King Kong, Peter? Oh Gott, dann verstehe ich jetzt, wieso Sie meinen Avatar so mögen. King Kong? Wie meinen Sie das? Verdammt, hat etwa... Nun, was ich hier sehe, sieht stark nach einem riesigen Gorilla aus. Aber ein hübscher. Wie lange sehen Sie den schon? Von Anfang an. Verdammt nochmal. Brian hat also wieder an meinem Account herumgefuscht. Sehr witzig, wirklich. Ryan? Mein Arbeitskollege von GW. Ich habe diesen Account auf meinem Firmenrechner eingerichtet, wissen Sie? Und Brian macht sich einen Spaß daraus, die Passwörter zu knacken und dann irgendwelchen Unsinn in den Konfigurationen anzustellen. Er wollte Sie bestimmt nur aufmuntern, Peter. So, guck mal, darf ich noch was anderes fragen? Klar doch. Was haben wir denn noch hier? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Fragt man so etwas eine Dame? Nun, offensichtlich gibt es Leute, die es tun, ja? Es gibt auch Damen, die dann nicht antworten. Oh ja, reichlich. Sehen Sie, Peter... Es ist für mich nicht so leicht, über mein Alter zu sprechen.
Ich meine, ehrlich über mein Alter zu sprechen. Lassen Sie mich raten. Sie haben sich diesen mädchenhaften N20er-Avatar ausgesucht, sind aber in Wirklichkeit ein 63-jähriger Mann mit Vollbart. Genau. Sie wissen ja, Peter, nirgends wird so viel gelogen wie beim Thema Alter. Also belassen wir es lieber dabei. Es ist doch viel spannender so. Ja! Yeah! Oh, du bist 15, ganz toll. Warum sind Sie so viel online? Na, um Sie zu treffen, Peter. Ist Ihnen etwa langweilig mit mir? Oder wie darf ich die Frage verstehen? Nein, nein, wo denken Sie hin? Unsere kleinen Scherze retten mir den Tag. Aber ich bekomme langsam Gewissensbisse, Dass Sie mir die Zeit stehlen? So ungefähr. Ich melde mich schon, wenn mir etwas nicht passt, Peter. Und im Moment bin ich einfach nur froh, dass wir beide uns kennengelernt haben. Das ist sehr nett, dass Sie das sagen. So, ich hab noch wir zu gehen nochmal weiter. Okay. Nett, dass wir geplaudert haben. Also, bis später. Bis später. Absolut genug gechattet für heute. Deswegen machen wir uns mal auf und suchen mal diesen Imbiss. Los, auf. Geht's denn hier raus? Ah, Küche? Nein. Da, Tür. Da, 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 da. Oh, ist die Tür schon repariert oder was? Ups. Nein, ich wollte gar nicht klingeln. Ah, sorry, hallo, Leute. Mrs. Oswald. Hey, jetzt wo wir schon mal da sind. Guten Morgen, Mr. White. Morgen. Na, wie geht's Ihnen heute? Sagt Mr. White guten Morgen, Tommy. Morgen, Sir. Heute früh ist es etwas besser, aber wir hatten eine ziemlich unruhige Nacht. Tommy hat sehr schlecht geträumt. Ich habe schon unseren Anwalt angerufen und er hat versprochen, bei den Behörden nachzuforschen. Wie ich sehe, haben die Central Services schon ihre Tür repariert. Das Schloss muss noch justiert werden. Sie wissen ja, wie diese Leute von Central Services sind. Okay, ich werde mich auch ein wenig um die Sache kümmern, wenn Sie möchten. Niemand verschwindet einfach so. Haben Sie denn so viel Zeit? Nicht, dass Sie Schwierigkeiten bekommen? Nein, nein, das wird schon in Ordnung gehen. Nachher muss ich mal kurz ins Studio, sonst steigt mir mein Chef aufs Dach. Aber unsere Kampagne läuft sowieso erst übernächste Woche an. Ich werde sehen, ob ich mir nicht ein paar Tage frei nehmen kann. Ich schaue nachher nochmal rein. Das ist wirklich nett von Ihnen. Darf ich Sie noch ein paar Dinge fragen? Vielleicht finden wir Ihren Mann dann schneller wieder. Ja, natürlich. Fragen Sie nur. Genau, jetzt müssen wir ein bisschen den Hintergrund von dem Mann. Was macht Ihr Mann dann beruflich? Er war Online-Journalist für die Times. Ich meine, er ist Online-Journalist. Oh Gott, ich bin schon völlig mit den Nerven runter. Ja, die Sache gestern sah ja auch schlimm aus. Aber ich bin überzeugt, dass sich alles aufklären wird. Wahrscheinlich sind nur Daten falsch gespeichert worden. Sowas passiert bei uns in der Agentur auch ständig. Bestimmt finden wir Ihren Mann noch heute wieder. Was hat er zuletzt bearbeitet? Oh, er war ziemlich einsilbig in den letzten Wochen. Ich weiß es nicht genau. Er wirkte bedrückt, aber was genau er gemacht hat, keine Ahnung. Das wäre doch ein Anhaltspunkt. Sie meinen, er ist wegen beruflicher Dinge verhaftet worden? Möglicherweise. Wir werden es herausfinden. Wie kann man seine Redaktion erreichen? Er ist Freelancer, Mr. Wright. Er arbeitet für viele Zeitungen. Also er recherchiert und schreibt und verkauft seine Stories dann an die E-Papers? Genau so ist es. Aha. Darf ich Sie noch etwas fragen? Also ein Schnüffler. Haben Sie vielleicht ein aktuelles Foto von ihm für mich? Kein aktuelles. Graham lässt sich ja nie knipsen, nicht mal auf Familienfesten. Das einzige ziemlich neue Bild von ihm hat, glaube ich, Tommy. Kann ich es sehen? Ach, man erkennt ihn gar nicht richtig darauf. Er hat Tommy das Foto geschenkt, weil er fand, er sehe darauf so cool aus. Er sieht darauf cool aus. Darf ich Sie... Wäre es okay, wenn ich ein bisschen mit Tommy reden würde? Versuchen wir Sie mal sehen dieses... Ja. Er ist sehr angegriffen. Foto. Das Ganze nimmt ihn sehr mit. Heraus. Aber Sie haben hier selbst Kinder. Ich habe einen Karton mit Spielsachen im Aufzug gesehen, als Sie eingezogen sind. Ich? Ja, ich habe einen Sohn. Oh, vielleicht möchten er und Tommy sich mal kennenlernen. Ja. Vielleicht. Mhm. Ich denke, ich muss jetzt los. Ich melde mich über den Messenger, wenn ich etwas höre. Über den Messenger oder hier bei Ihnen. Danke, Mr. Wright. So, dann gehen wir mal zu Tommy. Hey, Tommy, wie geht's dir? Hallo, Sir. Mit deinem Teddy alles klar? Ja. Du hast keine Lust, dich zu unterhalten, oder? Du vermisst deinen Dad. Mr. Wright, ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige... Helfen Sie mit, dass Dad wieder nach Hause kommt? Das werde ich versuchen, ja.
So. Hast du Lust, mir ein bisschen von deinem Dad zu erzählen? Dad ist cool. Er arbeitet am Computer und macht Politiker zur Schnecke. Er ist nämlich Journalist. Aha. Ich weiß. Und was macht ihr zwei, wenn er frei hat? Er nimmt mich mit zum Fischen und ins Virtual Palace. Und er bringt mir coole Geschenke mit, wenn er unterwegs war. So, ich finde das Ganze übrigens so, ich kann gar nicht so viel reden, weil es einfach so interessant ist und diese angenehme Stimme. Hat dein Dad dir auch den Teddy geschenkt? Ja klar, da war ich aber noch klein. Ist eigentlich ziemlich uncool, einen Teddy zu haben. Ach wo, das finde ich gar nicht. Er ist eben von Dad. Das ist was anderes. Mom hat schon zweimal das eine Auge wieder angenäht. Klar, ein Bär ist prima. Den kann man immer gut gebrauchen. Mein Sohn hatte auch einen und er hat ihn geliebt. Auch wenn er es manchmal nicht so recht zugeben wollte. Seine Kumpels aus der Schule haben zwar ein bisschen gelästert, aber in Wirklichkeit haben die doch selbst alle noch irgendwo einen Teddybären, der auf sie aufpasst. Es wäre gut, wenn die Erwachsenen auch jemanden hätten, der auf sie aufpasst. Ach ja, da hat er so recht. Du und Dad, ihr geht ins Virtual Palace? Was macht ihr da so? Virtual Skating? Wir spielen Maze Hunter mit Vollanzügen. Maze Hunter? Ist das nicht erst ab 10? Da bist du aber schon ein ganz schön harter Bursche, was? Bei Maze Hunter muss man doch enorm viel klettern und springen. Vor allem ab Level 2. Ich habe schon den dritten Dan in Maze Hunter. Und Dad sagt, nächstes Jahr meldet er mich für Level 4 an. Wow, nicht übel. Und du bist da schon mal auf einen Baum geklettert? Ich meine, auf einen richtigen? Na klar, hier im Park. Aber ich darf da jetzt nicht mehr allein hin, wegen der komischen Leute, die da neuerdings immer sind. Aha, ein Hinweis. Drogen, Gesocks im Park. Erzähl mal, was hat dein Dad dir zuletzt mitgebracht? Einen super seltenen Alien, so einen wie aus Roswell. Der kann sogar sprechen. Oh, wirklich? Cool. Was kann er denn sagen? Wenn man auf das linke Auge drückt, sagt er sowas wie at, 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 at. Und wenn man rechts drückt, sagt er, netter Planet, den nehmen wir. Verstehe. Das kommt mir bekannt vor. Woher hat er ihn? Ich weiß nicht, Sir. Und es war erst kürzlich, sagst du? Ja, vor 2 oder 3 Tagen. Sag mal, würdest du mir die Puppe mal ausleihen? Nein, lieber nicht. Warum wollen Sie sie überhaupt haben? Naja, ich dachte mir, vielleicht hilft sie uns, dein Dad wiederzufinden. Sowas können Spielzeuge nicht. Nein, schon klar. Ich meine damit, vielleicht fragen wir jemanden, woher die Puppe stammt und bekommen einen Tipp, was dein Dad zuletzt gemacht hat, bevor er verhaftet wurde. So können wir ihn vielleicht finden. Nein, lieber nicht. Hinterher ist meine Puppe auch noch weg. Und wenn wir tauschen? Und wenn wir tauschen? Tauschen gegen was? Ich habe hier ein Mr. Mac. Kennst du den? Klar, der ist doch total selten. Den gab's nur 6 Monate bei Toy Galaxy und danach nur noch in den Gold Brownies Packungen. Und die waren ganz schnell ausverkauft. Brauchen Sie den denn nicht mehr? Ich? Nein, vermutlich nicht. Kann ich ihn sehen? Sicher, Sekunde, ich hole ihn. So. Ich muss noch was haben. Ich danke dir. Bis später. Dann schauen wir mal, hier ist nämlich diese super tolle Actionfigur. Hier, sieh mal, Tommy. Mr. Nuke. Ich habe ihn in der Schublade mit Patricks Spielsachen gefunden. Gefällt er dir? Ja, klar. Pass auf, wir beide machen ein Geschäft unter Männern. Du leihst mir deine Alien-Puppe und ich gebe dir so lange Mr. Nuke als Pfand. Was meinst du? Und ich bekomme ihn zurück, wenn ich ihn wiederhaben will? Ach klar doch, jederzeit Ehrenwort. Darf ich, Mom? Natürlich, Tommy. Klasse! Warten Sie mal, Sir. So, jetzt macht er die Tür zu und hat uns total verarscht. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Okay, behandle ihn gut. Ich werde jetzt mal sehen, was ich mit deiner Alien-Puppe anfangen kann. Bis später, Mister. Mom, ich gehe ein bisschen in mein Zimmer. Okay, ich mache dir nachher ein paar French Fries. Ein netter Junge. Ja, es ist nicht leicht für ihn. Der Schock wird erst später kommen. Ich lasse Sie jetzt lieber ein bisschen allein. Wenn ich noch etwas Neues erfahre, melde ich mich bei Ihnen. Vielen Dank. So, dann gucken wir uns mal die Alien an. Das ist die Puppe, die Tommy Oswald mir gegeben hat. Ein umwerfend hässlicher Alien. Wo hat sein Vater die wohl her? Das ist die ein... Wo hat sein... Okay, so, dann können wir jetzt endlich mal los. Oder mal erstmal hier an den Computer. Ja, okay, alles klar.
und ab. Damit ihr auch endlich mal noch ein bisschen was anderes seht. Als die zwei Räume und den Gang. Hier ist nämlich der Fahrstuhl und der Taster, den wir jetzt gleich benutzen. Und den Fahrstuhl rufen ins 23. Stockwerk. Ja, es dauert. Man kann es nicht abbrechen. Deshalb warten wir jetzt. Aber es hätte schlimmer kommen können, wir hätten nämlich auch im 40. sein können, wie man sieht. Das hätte dann noch länger gedauert. Oh mein Gott. So, aber dafür geht's ein bisschen nach unten. Und da sind wir in der Stadt. Und wieder ein neuer Tag. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Immerhin. Wir stehen hier. Das ist unser Apartmentgebäude, unser Wohnhaus. Und das sieht man noch hier so schwer nach einem Imbiss aus. Laufen wir über die Straße. Spiel beendet. Nein, nein, geht natürlich noch viel weiter. So, da sehen wir. Bobs Imbiss, Newspapers, Papers, was weiß ich was. Und jetzt labern wir mal. Na, wen haben wir denn da? Hallo Peter, herrlicher Tag heute, was? Alles klar bei Ihnen? Ja, es geht so. Ach, kommen Sie schon, Peter. Sie können mir doch nicht jeden Tag vermiesen. Was zum Teufel ist eigentlich los mit Ihnen? Nichts weiter, ich bin nur etwas überarbeitet. Überarbeitet? Hm. Sie sehen aber eher nach Liebeskummer aus. Oder Magengeschwür. Oder beidem. Sowas in der Richtung. Und? Wie geht's denn oben in Ihrem Apartment voran? Gefällt's Ihnen? Sind Sie fertig mit dem Einrichten? Sicher. Es ist todgemütlich. Wissen Sie was, Peter? Ab heute verkaufe ich Ihnen keinen Whisky mehr. Ihre Antworten werden immer kürzer. Ich glaube, Ihr Sprachzentrum leidet. Sie sind ein netter Kerl, Bob. Gut, Sie in der Nachbarschaft zu haben. Na, das klingt doch schon besser. Sie kriegen aber trotzdem nichts umsonst. Also, was kann ich für Sie tun? So, dann fragen wir mal, ob irgendwas passiert ist. Etwas Interessantes passiert in der Welt? Interessantes? Kommt drauf an. Wenn die Fusion von Tech Toys mit den Genetic Creation Labs für Sie interessant ist, dann ja. Die haben doch fusioniert. Ich dachte, die Weltkartellbehörde hätte es verboten. Nun, das ist vielleicht die andere interessante Nachricht. Die Weltkartellbehörde ist per Eilverfügung restrukturiert worden. Restrukturiert? Und das heißt? Sie hat jetzt nur noch beratende Funktion. Dann ist sie also faktisch abgeschafft worden. Nun seien Sie doch nicht gleich wieder so negativ, Peter. Abgeschafft? Sie hat beratende Funktion. Punkt. Okay, sagen wir, sie ist ein bisschen abgeschafft. Ein bisschen abgeschafft, gut. Wir haben die Nix gespielt. Verloren. Hoch? Sehr hoch. Gegen den Computer? Gegen eine Simulation des All-Star-Teams von 2040. Was? Oh Gott. Die sind doch noch nach Delta-3-Standort programmiert. Gegen die zu verlieren ist... Peinlich? Es ist schon mathematisch weitgehend ausgeschlossen. 142 zu 56, Peter. Ich glaube, ich kündige mein Abo fürs Virtual Palace. So, und dann wollen wir mal fragen, was gestern Abend los war, nachdem wir ein bisschen Smalltalk gemacht haben. Wie lange hatten Sie gestern Abend geöffnet? Bis 10, wie immer. Warum? 10. Könnte ungefähr hinkommen. Haben Sie irgendwas Ungewöhnliches bemerkt, so gegen 10? Naja, die Cops waren da, ein Riot Squad in voller Kriegsbemalung. Ich schätze, eine Drogenrazzia, das Übliche. Sie waren bei mir im Haus, bei mir auf dem Flur. Oh, oh, Sie haben doch nichts ausgefressen, Peter. Geben Sie es zu, Sie arbeiten gar nicht bei Greenberg & Winter, sondern dealen in Ihrem Apartment mit Liquid Mind. Nein, kein Liquid Mind. Was verkaufen Sie dann? Hypershot? Devil Sticks? Kommen Sie schon, mir können Sie es ruhig sagen. So lustig war das gestern gar nicht, Bob. Die Cops haben die Tür der Nachbarfamilie aufgesprengt und den Familienvater mitgenommen. Einen Journalisten, Graham Oswald. Kennen Sie ihn? Oh ja, der hagere Mann mit den grauen Haaren, oder? Naja, mein Gott. Sowas kommt vor. Vielleicht hat er seine Steuern nicht bezahlt oder falsch geparkt oder Staatsgeheimnisse verraten. Haben Sie irgendwas Besonderes hören oder sehen können? Nein, nichts. Sie sind hochgestürmt und kamen mit einem Mann wieder herunter. Der hat sich mächtig gewehrt und auch irgendwas gerufen, aber ich hab's nicht genau verstanden. Gerufen? Denken Sie mal nach. Vielleicht fällt es Ihnen wieder ein. Das könnte wichtig sein. Sagen Sie, Peter, warum interessiert Sie das eigentlich? Das wäre jetzt eine zu lange Geschichte. Ich muss auch gleich noch in die Agentur. War sonst noch jemand auf... Genau, Zeugen! War sonst noch jemand auf der Straße? Ich glaube nicht. Oder... Moment, diese beiden Halbstarken. Stimmt, die waren da. Halbstarke? Was haben sie gemacht? Sie haben wieder ihre Plakate über den Telescreen geklebt. Alien Attack Club. Auf den öffentlichen Telescreen da hinten in der Straße? Genau, mitten auf ihre teuren Werbedisplays, Peter. Na, die trauen sich ja was.
Moment, das sehe ich mir an, Bob. Aber da hängen keine Plakate mehr. Nein, ich weiß. Gleich heute früh war ein Wagen von Central Services da. Die haben sie wieder entfernt. Die waren dann übrigens auch noch bei ihnen im Haus. Ja, es gab eine Tür zu reparieren. Was hat es dann auf sich mit diesem Alien Attack Club? Keine Ahnung, verrücktes Zeug. So, genau, in welche Richtung sind die Cops davongefahren? In welche Richtung sind die Cops denn davongefahren? Richtung Downtown, wie immer. Drüben die Straße runter über die Brooklyn Bridge. Okay, ich muss los, Bob. Bis später. Alles klar. So, das wäre Bob. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, wenn wir wieder auf den großen Übersichtspunkt kommen würden, genau hier, haben wir hier das Z-Car, mit dem wir, glaube ich, losfahren können. Und wir gucken dann einfach mal schnell. Lauf schon. Genau. Da sind die Setgas, damit können wir eben noch weitere Gebiete fahren, wahrscheinlich zu unserer Arbeitsstelle. Dann haben wir sozusagen am Anfang das Tutorial geschafft und haben alle Protagonisten und Charaktere mal kennengelernt und können dann richtig loslegen. Wir sehen uns im nächsten Part, im dritten Part. Ich freue mich, euer Surael.